Muss ich einen Antrag auf Teilrente begründen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe aktuell eine Anfrage reinbekommen auf rentenbescheid24 und zwar ging es da um das Thema Teilrente oder Vollrente. Unser Mandant ist in der kostenfreien Familienversicherung seiner Ehefrau krankenversichert und bezieht jetzt ab dem 1. August 2020 eine volle Altersrente in Höhe von ca. 550 Euro. Und er fragte an, ob er denn eigentlich eine Teilrente statt der Vollrente nehmen kann, denn er möchte weiter in der kostenfreien Familienversicherung versichert bleiben. Ich habe mal kurz ausgerechnet, bei 550 Euro Altersrente müsste unser Mandant, wenn er aus der Familienversicherung rausgeht und in die freiwillige gesetzliche Versicherung reinkommt, ca. 190 Euro freiwillige Beiträge zahlen. Das ist also der Krankenkassenbeitrag, der Zusatzbeitrag und der Pflegebeitrag. Dann bleiben sozusagen von den 550 Euro weniger als die 450 Euro auf jeden Fall übrig. Nein, Sie müssen natürlich nicht den Antrag auf die Teilrente in irgendeiner Art und Weise begründen. Da gibt es überhaupt gar keinen Begründungszwang. Sie brauchen bei der Deutschen Rentenversicherung nur schriftlich den Antrag zu stellen. Ich möchte ab dem 01.08.2020 statt der Vollrente die Teilrente in Höhe von meinetwegen 450 Euro haben. Der Beitragszuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung zählt nicht als Rentenleistung. Das heißt also, Sie sagen einfach nur, ich möchte meine Teilrente 450 Euro haben. Warum ist das so? Ich lese es Ihnen ganz kurz vor. § 42 SGB 6 sagt im Absatz 1, Versicherte können eine Rente wegen Alters in voller Höhe, Vollrente oder als Teilrente in Anspruch nehmen. Absatz 2, eine unabhängig vom Hinzuverdienst gewährte Teilrente beträgt mindestens 10% der Vollrente. Dieser Satz sagt aus, dass Sie die Teilrente, die Vollrente als Teilrente wählen können, und zwar unabhängig vom Hinzuverdienst. Das Einzige, worauf Sie nur achten müssen, ist im Grunde genommen, dass die Teilrente nicht niedriger ist als 10% der vollen Altersrente. Und dann ist das eigentlich im Grunde genommen überhaupt gar kein Problem. Und es gibt drei Sachverhalte, warum diese Teilrentenvariante so wichtig für viele Menschen ist. Erstens, es geht immer um die Frage der kostenfreien Familienversicherung, also praktisch Wechsel PKV in GKV. Oder aber zum Beispiel die Frage, wenn ich einen sehr, sehr hohen Hinzuverdienst habe und ich wähle die Teilrente selber frei, dann habe ich eine sehr hohe oder eine höhere Einkommensfreigrenze. Die muss individuell ermittelt werden. Und der dritte Fall, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreichen und einen nahen Angehörigen pflegen, dann würden Sie ab diesem Zeitpunkt die Entgeltpunkte für die Pflege nicht mehr gutgeschrieben bekommen, wenn Sie eine volle Altersrente haben. Und deshalb wählen viele Menschen eine sogenannte 99% Teilrente. Und genau für diese drei Punkte ist die Teilrente extrem wichtig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.